Hallo ihr Lieben, ihr habt euch ja einen weiteren Action-Haul von mir gewünscht und tada, hier ist er. In diesem Video zeige ich euch, was bei meinem letzten Einkauf in den Einkaufswagen gekommen ist und ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Starten tue ich mit dieser zuckersüßen Lichterkette. Das ist so eine Metallspirale mit kleinen Schmetterlingen dran und abends funkeln kleine Lichter daran. Dann habe ich gleich zweimal diese Brushpens mitgenommen. Mit denen kann man total gut ausmalen, aber besonders gut schreiben. Genauso wie mit diesem Kalligrafie-Set, das sich gleich dreimal den Weg in meinen Wagen gefunden hat. Weil, ja, auch meine Töchter haben sich vom Handlettering anstecken lassen. Dann ganz einfache Filzstifte mit einer sehr dünnen Mine. Und an diesen Patches konnte ich gar nicht vorbeigehen, weil die sind echt total niedlich aus so einem Reflektormaterial. Ihr seht hier Kirsche, Herz, Diamant und besonders süß fand ich die Variante mit den Augen. Ja, ein Alltagsgegenstand, zweimal Zahnpasta, total unschlagbar günstig. Dann habe ich zwei Sets mit solchen Karten, die man dann selber gestalten kann, mitgenommen. Und passend dazu so ein Papierblock mit verschiedenen Papieren. Hier, das sind so Papierstandsteile zum Ausdrücken, die man dann hinter auf die Karten kleben kann. Dann sind da zwei Lagen mit so transparentem Papier drin, wo so schöne Sprüche draufstehen, also ganz toll gemacht. Und hier zeige ich euch mal, welche verschiedenen Papiersorten in dem Set drin sind. Ganz besonders toll finde ich hier diese türkise Variante und gleich auch die rosane in diesem Batik-Look. Die ist echt wirklich schön. Und ganz besonders niedlich sind hier diese Sticker. Das Reh hat direkt mein Herz erobert. Dann habe ich noch Geburtstagskarten für unsere anstehende Geburtstagssaison mitgenommen. Das sind so 3D-Karten. Das kann man leider so schlecht auf dem Video sehen. Wenn man die so hin und her bewegt, haben die halt einen richtig tollen 3D-Effekt. Und auch von innen ganz toll gemacht. Dann habe ich noch zwei solche Kartenhalter zum selber basteln. Die kann man ganz toll an der Wand aufhängen und die haben drei verschiedene Karten dabei. Ja, Magnete für die Magnettafel meiner Tochter im Zimmer. Und hier sind zwei Sets, mit denen man sich selber ein Notizbuch basteln kann. Da ist wirklich alles drin, so richtig feste Pappe, Aufkleber, die Ringbucheinlagen und eine Handyhülle. Ich habe nämlich noch ein altes Galaxy S4. Da bekomme ich nur beim Action die Dinge. Und Blue Wonder. Das ist das Putzmittel, was ich für mich entdeckt habe, fürs Badezimmer und für die Küche. Kann ich nur empfehlen. Dann habe ich noch ein Bikini für meine Tochter mitgenommen, den sie sich ausgesucht hat. Man kann es echt schlecht sehen. Ich denke mal, hier auf dem Schildchen kommt es ein bisschen besser rüber. Und weil meine Tochter, meine Jüngste, total gerne Wasserbomben bei der Hitze aufpusten möchte, beziehungsweise mit Wasser befüllt haben will, habe ich hier diese Pumpe mitgebracht. Da kann sie das auch alleine machen. Ja, dann 1 Liter Seifenblasenwasser. Und hier seht ihr, warum dieses große Ding mit musste. Weil wir haben jetzt eine Seifenblasenmaschine zu Hause. Die ist so toll, da habe ich selbst als Erwachsene mega viel Spaß dran, weil die ist wirklich bezaubernd. Guckt einfach mal, wie niedlich das ist, wenn diese Blasen da raushüpfen. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick über meinen Einkauf Spaß gemacht und natürlich würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten lasst doch vielleicht ein Abo da, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Ja, das wäre super. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.